Diesen Bericht präsentiert euch Achleitner mit seinen 14 Filialen im Westen von Österreich, 10-mal in ganz Tirol und 4-mal in Salzburg. Der Reifen- und Felgenspezialist Achleitner. Wir beraten Sie gerne. Kommt vorbei. 90 Jahre Erfahrung, Achleitner. Der René Rast ist nicht ganz vorne, aber hat gestern ein perfektes Rennen geliefert. Ja, ich glaube, man hat gesehen, er hat hart gekämpft gegen die Porsche. Es war ein bisschen mit Nachteil, aber er hat sich toll verteidigt. Und heute müssen wir halt schauen, dass wir einigermaßen trotzdem wieder mitkommen. Aber Nürburgring ist nicht die optimalste Strecke für unseren Audi. Aber wir geben das Beste, Punkte sammeln. Man sieht ja, was da alles passiert ist gestern. Und ich hoffe, dass er durchkommt und ein ordentliches Ergebnis erzielt. Die Fans, wie begeistert das? Ja, ist toll zu sehen, so viele Fans wieder zurück zu haben an der Rennstrecke. War ja die letzten zwei Jahre durch die Pandemie schwierig. Von dem her ganz, ganz toll, so viele Fans zu sehen. Ist auch für uns natürlich was ganz Besonderes. Für mich persönlich heute von Platz 6 geht's los. Wäre natürlich schön, wenn wir irgendwo nach vorne fahren, in die Punkte oder aufs Podium. Aber ja, alles ist möglich, von dem her wird bestimmt ein spannendes Rennen. Ja, leider gestern Kevin ausgefallen wegen einem Crash auch. Also das war ja gestern schon etwas zu viel. Ja, das war also eigentlich too much. Ich meine, der Fan will zwar schon ein bisschen sowas sehen, aber das war einfach zu viel. Und ich hoffe, appelliere natürlich an alle Rennfahrer und Teams, dass sie einfach vernünftig miteinander umgehen. Weil es kostet ja auch Geld und wir wollen einen schönen, fairen Sport sehen und packende Zweikämpfe und nicht Crash-Szenarien. War viel Chaos, das habe ich mitbekommen, waren viele kaputte Autos. Wie es zustande gekommen ist, habe ich nicht immer gesehen. Aber es ist natürlich nicht das, was wir sehen wollen. Wir wollen schönes Racing und hartes Racing sehen, aber natürlich nicht Autos, die nach jeder Safety-Car-Phase in der Leitplanke hängen oder kaputt sind. Aber ja, manchmal ist es so. Von dem her, heute war es chaotisches Rennen. Hoffen wir, dass es morgen ein bisschen ruhiger zugeht. Ja, ein Restart nach dem anderen und das war auch eine Spannung auch für euch. Definitiv. Manchmal war ich in der zweiten Reihe, manchmal in der ersten Reihe, habe manchmal eine Position gewonnen, manchmal verloren. Es war immer so ein bisschen ungewiss, was passiert, aber ja, das ist halt der Nürburgring. Jetzt auch in der Support Series sehe ich gerade, wie es da crasht. Also es geht wild zu heute. Herr-Jürgen, du bist ja schon Jahrzehnte hier am Nürburgring. Jetzt füllt sich wieder die Steintribüne, die Atmosphäre ist wieder perfekt. Ja, ist ganz toll. Also auch die Organisation, es ist die neue DTM in Anführungszeichen, zeigt wirklich, dass man einfach, dass es wert ist, hier zuzuschauen. Viel Markenvielfalt, wilden Sport. Also man kann echt auf die Zukunft hoffen, dass wir da einfach alle gemeinsam einen guten Job gemacht haben. Ja, wir wünschen ab Motorsport ein spannendes Rennen jetzt. Dankeschön und hoffe, drück alle die Daumen, dass es für uns ganz gut ausgeht. Danke. Dankeschön.